Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Bundesverkehrsministerium zur Pressekonferenz im Anschluss an das Nationale Forum Diesel. Wir dürfen uns erst einmal auch für Ihre Geduld bedanken. Wir beginnen mit der Politik für den Bund, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Und für die Länder die Herren Ministerpräsidenten Seehofer, Kretschmann und Weil. Im Anschluss an die Statements gibt es die Möglichkeit für 5 Fragen. Danach werden wir dann fortsetzen mit der Seite der Autohersteller, dann im Anschluss an diesen Teil der Pressekonferenz. Also wir haben 2 Teile der Pressekonferenz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, als allererstes mal herzlich Dank für Ihr Interesse und die Bereitschaft, auch hier zu warten, bis wir mit unserem nationalen Forum Diesel, mit dem Dieselgipfel zu Ende sind. Wir hatten diesen Dieselgipfel ja eingeladen in einem Umfeld der Diskussion, das auf der einen Seite geprägt ist mit einem Vertrauensverlust auf Seiten der Automobilindustrie und auf der anderen Seite einer dringenden Notwendigkeit, dass wir in den Städten Maßnahmen ergreifen, um NOx zu reduzieren und Grenzwerte einzuhalten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir auf diesem Gipfel erstens Entscheidungen finden, die Emissionen reduzieren, zweitens dafür sorgen, dass Gesundheit geschützt wird, Grenzwerte eingehalten werden, und drittens pauschale Fahrverbote vermieden werden. Dies kann man nur erreichen, wenn man mehrere Maßnahmen gleichzeitig bereit ist umzusetzen. Und dazu haben wir von Seiten Bund und Länder eine Erklärung zu diesem Gipfel verfasst, der einen klaren Anspruch gegenüber der Automobilindustrie formuliert hat und der klare Konzepte von der Automobilindustrie eingefordert hat, um in dieser schwierigen Situation jetzt dafür zu sorgen, dass es schnell und umgehend zu Reduzierungen von NOx-Emissionen kommt. Wir haben an die Verantwortung der Automobilindustrie erinnert und haben eine neue Verantwortungskultur eingefordert, die sich in Sofortmaßnahmen und weitergehenden Vereinbarungen wiederfinden muss. Teil dieser Erklärung der Bund und Länder gegenüber der Industrie war die Forderung, dass schnell Fahrzeuge der Gruppe Euro 5 und Euro 6 umgerüstet werden müssen, um sofort wirksam weniger NOx auszustoßen. Das geht mit den bekannten Maßnahmen der Softwareoptimierung der Motorsteuerungen. Wir haben da auch in der Vergangenheit durch die verpflichtenden Rückrufe, die es bei Volkswagen gegeben hat, intensive Messungen und Erfahrungen, die belegen, wie wirkungsvoll auch diese Software-Updates sind. 5,3 Millionen Fahrzeuge sollen insgesamt umgerüstet werden. Das war heute die Zusage der Automobilindustrie gegenüber Bund und Ländern. Diese Zusage gilt ab sofort. Das heißt, dass für diese Fahrzeuge der Hersteller Softwarelösungen präsentiert und vom KWA genehmigt werden und dann in den nächsten Monaten in die Umsetzung gehen. Wir haben von Seiten des Bundes eine deutliche Erhöhung der Finanzmittel bei Investitionen in den ÖPNV in den Städten zugesagt.
Das heißt, wir werden bei der Umrüstung von Bussen, Taxen, kommunalen Flotten deutlich mehr Geld aufwenden. Es ist von 250 Millionen Euro die Rede, die wir zusätzlich für diese Maßnahmen organisieren werden. Des Weiteren werden wir in Infrastrukturmaßnahmen von Fahrradschnellwegen und Ähnliches zusätzliche Mittel einstellen und von 125 Millionen auf 200 Millionen diese steigern. Wir haben dort das Interesse, dass die Fahrzeuge, die sich ständig in der Stadt befinden, dazu gehören ÖPNV-Busse, dazu gehören klassisch natürlich Taxen, aber auch andere Teile der Flotten der städtischen Unternehmen, jetzt schnell auf emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge umgerüstet werden können, indem der Bund in die Finanzierung der Mehrkosten stärker einsteigt. Drittens, wir haben vereinbart, dass es einen Fonds gibt, in den Bund und Automobilindustrie gemeinsam einbezahlen, einen Fonds nachhaltige Mobilität für die Stadt, der die Chancen der Digitalisierung zur Verflüssigung des Verkehrs in den Städten heben soll, der Masterpläne Green City finanzieren soll, mit denen wir auch für jede Stadt spezifisch erkennen können, was an notwendigen Maßnahmen sinnvoll ist, um schnell dafür zu sorgen oder auch auf längere Sicht, wenn es um große Infrastrukturmaßnahmen geht, dafür zu sorgen, dass wir langanhaltend auch diese Richtwerte, die NOx-Grenzwerte einhalten. Ferner haben wir mit den Automobilern gesprochen, dass neben der Umrüstung der Euro 5 und 6 Fahrzeuge, neben der Bereitschaft, sich am Fonds zu beteiligen und den Maßnahmen des Bundes, es zu einer deutlichen Dynamisierung der Außerverkehrbringung von alten Euro 4, 3, 2, 1 Fahrzeugen kommen. Das heißt, die Fahrzeuge, die schon 10 Jahre und älter sind, sich immer noch im Verkehr befinden, müssen dynamischer aus dem Verkehr gebracht werden, um die NOx-Ausstöße, um die Emissionen von diesen Fahrzeugen zukünftig zu vermeiden. Die Automobilkonzerne haben an der Stelle zugesagt, dass sie eigenfinanzierte Anreize kurzfristig schaffen werden, zum Beispiel mit Umstiegsprämien, um eine Dynamik beim Austausch der sehr alten Fahrzeuge zu erzeugen. Um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen für vor Ort zu überprüfen, werden wir Analysen anstellen für jede einzelne der 28 Regionen, die zurzeit im Vertragsverletzungsverfahren sich befinden, um die konkrete Wirksamkeit dieser Maßnahmen spezifisch auf den Fahrzeugbestand vor Ort und das Mobilitätsverhalten vor Ort berechnet, dass wir Aussagen dazu treffen können und damit auch deutlich machen können, wie diese Maßnahmen, die wir heute vereinbart haben, in jeder Region speziell wirken, weil auch das in den Regionen sich unterschiedlich auswirken kann und wir speziell für jede Stadt, jede Region, die hier im Vertragsverletzungsverfahren besteht, dann genau sagen können, wie wir hier weitere Maßnahmen möglicherweise ergreifen müssen, um die Grenzwerte einzuhalten. Ich darf mich bedanken bei allen, die heute mitgewirkt haben, vor allem beim Bundesumweltministerium, bei den Ländern und auch bei den Vertretern der Automobilindustrie. Ich glaube, es war nicht von Haus aus abzusehen, dass es heute die Möglichkeit gibt, ein Ergebnis zu präsentieren, dass es gelungen ist, ein Ergebnis zu präsentieren mit den genannten Elementen, die ich aufgezählt habe, ist richtig und gut. Und es ist die sinnvolle Basis, jetzt mit diesen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass wir sehr schnell eine Reduktion von Emissionen bekommen.